Hallo und herzlich willkommen hier auf mein Kanal Glück oder Konten. Richtig, wenn ich grüße euch zu einer neuen Runde Bloons Towers Defense 6 alle zwei Wochen hier auf meinem Kanal 17:30 Uhr. Richtig, montags, genau. Ich würde sagen, lange Rede, kurz hin. Wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar, wie die Glocke, like das Video und ansonsten geht es jetzt los. Okay, die Karte kannte ich jetzt noch nicht. Düsterfahrt und wir nehmen mal Striker Jones. Ich habe keine Ahnung, ob die Karte schwer oder leicht ist, ob die Bloons nur hier durchgehen. Oder vielleicht nachher auch über die Mauer. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren es mal und gucken mal, wo wir Striker Jones hinsetzen können. Ist das ein Scherz? Ah, hier geht's auch. Hier geht's nicht. Hier geht's. Bringt nichts. Ich mache ihn mal hier hin. Hat jetzt nicht sehr viele Stellmöglichkeiten, merke ich gerade. Und wenn sehr weit weg. Also gut für Artillerie. Oh mein Gott, wir machen ihn mal hier hin, oder? Wir hoffen... Oh, der kommt ja im Falschen runter. Guck mal, der hat einen Hund. Das ist, glaube ich, die Startanimation für Striker Jones. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob der gut ist. Ich habe, glaube ich, Striker Jones einmal benutzt oder so. Ich weiß es gar nicht. Im Video, glaube ich, noch nie. Wir sind jetzt mal gespannt, wie gut das jetzt läuft, wie weit wir kommen und ob die Bloons sich irgendwie ändern vom Pfad her. Und warum wir die Mauer nicht benutzen können. Lassen wir uns mal überraschen und gucken, wie weit wir kommen, bevor wir sterben. Kann ich denn da in der Mitte einfach ein paar Nägel droppen? Ich weiß es nicht. Ja, kann ich. Das kann ich. Es sieht aus wie ein, wie sagt man, ein Loch, eine Spalte, ein Riss, aber ich kann Nägel droppen. Das finde ich gut. Bis jetzt schafft der Striker Jones auch noch alles. Er hat einen super geilen Schäferhund. Ja, der heißt bestimmt auch Rex, oder? Ja, der ist... Ach, guck mal, die bleiben eine Weile in der Mitte, bevor sie dann weitergehen. Okay, okay, okay. Also so eine Art Strudel. Nice, okay. Ein paar kommen schon durch. Wir müssen noch irgendwas hinmachen. Das schafft es Striker Jones alleine nicht. Ich frage, auf was gehe ich denn? Ich war schon lange nicht mehr auf dem Hubschrauber. Ich bin irgendwie... Ich weiß nicht. Ich möchte einen Hubschrauber nehmen. Ich denke mal, ja. Wie weit kann der Bumerang abwehren? Nicht weit genug. Der kann hier nirgends stehen. Hier wieder. Okay, dann stellen wir mal nach hier. Und unterstützen unseren Striker Jones mal ein bisschen. Gehen wir mal auf Langstrecke. Und mehr können wir erstmal nicht machen. Okay, weiter geht's. Ich hoffe, das wird ein gutes Video. Ansonsten, na, macht nichts. Hauptsache, lasst ein Abo da, schreibt es in die Kommentare und aktiviert die Glocke. Like das Video. Nice. Ihr wisst, wie das funktioniert. Striker Jones hat schon eine Fähigkeit. Ah, wir müssen auf Getarnte achten, ne? Mist, ich habe ja meine Etienne nicht. Merke ich gerade, wir machen mal sicherheitshalber. So eins hier hin. Und hier hin. Weil wir können ja sonst keine Getarnten angreifen. Nein, entfernen, was? Was entfernen? Entfernen? Was kann ich denn hier entfernen? Hä? Oh mein Gott, sieht aber nicht sehr gut aus. Ja, der Bumerang versucht, aber es klappt nicht. Oh mein Gott. Was kann ich hier entfernen? Sollen wir das machen? Ist das eine gute Idee? Ah, guck mal. Kann ich dann da einen hinstellen, einen Affen? Ja, oh, ist das geil. Okay, okay. Wir können also aus den Höhlen feuern und ein paar Wände platt machen. Dafür brauchen wir natürlich mehr Geld. Und ich würde sagen, wir schummeln jetzt mal ein bisschen. Weil ich habe ja noch Abwurf... Ja toll, die Runde muss starten, danke. Kiste, wir nehmen einfach uns mal 5000. Wir sind jetzt mal so frei und cheaten ein bisschen. Und gucken mal, wie oft wir das machen können. Mehrmals wird auch jedes Mal teurer. Ah, okay. Okay, okay, okay. Wir machen das jetzt nicht, doch nicht permanent. Das wird einfach zu teuer. Ich würde aber trotzdem sagen, wir holen uns mal nach Langen einen Heli als Unterstützung. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht in den Videos. Nach was tune ich den jetzt? Wartet mal, Upgrades. Ich möchte das eher genau. Größere Jets, IFR und dann hier oben auf, ne? Glaube ich. So, ja, das machen wir mal. Ja, ja, ja. Kein Problem. Und los. Weil jetzt haben wir so ein bisschen Unterstützung, der die dann verfolgt. Ich glaube, es ist eine ganz gute Idee auf der Karte. Finde aber schön, dass man gegen Geld die Mauern sprengen kann. Finde schade, dass es immer mehr kostet, aber ja, warum nicht? Aber hey, ich kenne die Karte noch nicht, und Striker Jones spiele ich auch sehr selten. Wir spielen zum Glück auf leicht, erstmal um die Karte kennenzulernen und bis jetzt bin ich, ja, angenehm überrascht. Cool, der Hund vom Striker Jones, auf jeden Fall. So, machen wir erstmal den kleinen Wurfpfeilaffen. Ich möchte den eigentlich auf Armbrust skillen, das ist der untere Partner, genau. Schnelle Schüsse, scharfe... Wir gehen mal auf schnelle Schüsse und dann auf den Part, ja.
Kein Problem. Affenmeister wäre jetzt nicht schlecht, weil da macht er auch nochmal gut Präzisionsschaden. Aber bis jetzt scheint ja, der Heli alles wegzurotzen, was sich ihm in den Weg stellt. Finde ich gut. Wie gesagt, hier, wenn ihr Bock habt, lasst doch mal ein Abo da, schreibt Kommentare, wie die Glocke, like das Video. Ich würde mich freuen, wenn du Teil meiner Mikro-Community wirst und öfters mal in dem Video schreibt. Und schaut sie natürlich bis zum Ende. Ihr wisst, das ist gut für den Algorithmus. Ansonsten spielt ihr Bloons Defense 6? Ja, nein, vielleicht. Habt ihr es mal gespielt? Feiert ihr es? Fühlt ihr es gar nicht? Würdet ihr euch auch auf den 7. Teil freuen, so wie ich? Ja, nein, auf jeden Fall. Schreibt es in die Kommentare. Also ich würde mich freuen, aber man hört ja nichts, ne? 7. Teil, ein bisschen mehr 3D, ein bisschen neue Karten, ne? Neuen Affen oder Helden. Ja, da hätte ich Bock drauf. Aber das machen sie ja sowieso die ganze Zeit hier bei Bloons Tower Defense 6. Was ich auch sehr stark finde, dass man wenigstens sagt, komm, wir machen kein neues Spiel, lohnt sich nicht. Wir machen öfters mal neue Karten und neue Helden rein. Auch eine gute Sache. Ja, der Heli regelt gerade. Der regelt gerade echt gut. Also ich glaube, wir müssen auch nicht mehr machen. Wir können jetzt ein bisschen Geld farmen. Ja, okay, wir haben geschummelt. Wir haben 5000 eingesetzt. Ja, an manchen Tagen muss man auch mal schummeln. Da fühle ich das auch. Okay, ich mache den Heli. Den gehen wir jetzt nochmal auf Rasierrotor. Yes, Baby, ich möchte gerne Richtung Apache gehen. Das ist mein Lieblingshubschrauber. Aber hey, bis jetzt läuft es spielend, glänzend, einfach und leicht. Der Heli regelt gerade alles. Der Hund ist am Bellen, der Heli am Knallen. Also passt schon. Ah, da waren bleiernde Blooms dabei. Ich habe es genau gehört. So, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo da, schaut es, kommt halt die Glocke. Es ist Montag, neuer Wochentag. Yes, Baby, es geht wieder in die Arbeit, Schule, Uni und so weiter. Habt ihr Bock drauf? Ja, nein, schreibt es in die Kommentare. Okay. Was soll ich sagen? Läuft. 131, der Heli regelt. Striker Jones feuert ein bisschen mit rein. Läuft. Schaffen wir das, ohne noch mehr auf die Karten zu stellen? Schreibt es in den Kommentaren, was meint ihr? Ja oder nein? Schaffen wir den Moorabgleich? Ich weiß es nicht. Ah, wir haben die nächste Fähigkeit freigeschaltet von Striker Jones. Ich weiß noch nicht, welche Fähigkeit was ist. Ich denke mal, das ist so ein Bombenangriff und das ist ein extra Panzerschuss oder so. Also eine Panzerfaust. Ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, Striker Jones mal am Anfang genommen. Kurzzeitig kam nicht mit klar. Ich glaube, ich habe noch nicht einmal in irgendeinem Video benutzt. Ich weiß es nicht. Also bin mir da echt unsicher. Läuft aber sehr gut gerade, ne? Ja, wir können looten und looten. Kein Problem. Ich glaube, das ist ein easy win, aber hey. Ist, glaube ich, auch nicht so schwer. Aber es ist wieder mal für mich eine neue Karte, ne? Und wenn ihr sie schon kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, was soll ich sagen? 9000 auf der Kante. Yes, mate, baby. Kein Problem. Kein Problem. Die Affendollar sind im Haus. Ja, jetzt geht es ein bisschen nach hinten. Der Heli wurde ein bisschen nach hinten gedrückt. Kein Problem. Und Striker Jones ist Stufe 5. Wir haben noch 3 vor uns und starten 8. Und starten die Runde 38, wollte ich sagen. Verdammt nochmal. Ja, jetzt wird der Heli ein bisschen zurückgedrückt. Jetzt sieht das schon ein bisschen enger aus. Aber der Heli hat sich wieder nach vorne gekämpft und jetzt wird er wieder zurückgedrängt und jetzt Runde 39. Yes. Ah, der Heli schlägt sich echt gut. Also, wie gesagt, ich benutze ihn damals echt gerne. Ich habe ihn eine lange Zeit nicht benutzt. Also, heute mal ein Video mal wieder mit Heli, Striker Jones und Doomsday. Und wie ist die Karte? Doomfall? Ich weiß es gerade nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, das wird Englisch. Ich feuer mit allem drauf, was ich habe. Ah, scheiße. Naja, ich dachte, es wird eng. Es wurde nicht eng. Naja, 4 Türme platziert. Kein Problem. Neue Karte. Easy Win. Wenn euch das Video gefallen hat, kurz knack ich heute mal. Yes, baby. Dann schreibt es in die Kommentare. Lasst doch ein Abo da und liked das Video oder disliked es. Ihr wisst, wie es funktioniert. Ich habe eine Menge Gaming-Videos auf meinem Kanal. Ich mache seit über 4 Jahren Gaming-Videos hier auf YouTube. Wenn ihr Bock habt, checkt den Kanal ab. Checkt die Videos ab und lasst Liebe da. Ich, euer P. Glück oder Köln, bin ich hiermit raus. Peace out.